Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es ist ja schon gesagt worden, der Fall Banu O. hat durch breite Medienberichterstattung mal wieder deutlich gemacht, dass in diesem Land Berlin, insbesondere seitdem es einen CDU-Innensenator Frank Henkel hat, gängige Praxis ist, dass rechtswidrige Abschiebungen stattfinden. Das ist etwas, was weder mit geltenden Gesetzen noch unserer Verfassung vereinbar ist. Und dem wollen wir, Bündnis 90 Die Grünen, auf den Grund gehen. Daher will ich sowohl den Fall Banu O. als auch einen weiteren Fall kurz darstellen, damit Sie eine Vorstellung von den Rechtsverstößen bekommen. Banu O., in Berlin geboren, aufgewachsen, 30 Jahre, wurde abgeschoben, nachdem sie getäuscht wurde von der Ausländerbehörde und auch aus der Ausländerbehörde heraus. Abschiebungsgehilfe war ein Abschiebungsarzt, dessen ärztliche Qualifikation weder nachgewiesen ist bis heute noch vom Gericht angenommen wurde. Vielmehr hat das Gericht ihn für unqualifiziert angesehen. Das hat dazu geführt, dass Banu O. zum Flughafen verbracht wurde, ihr Anwalt, der noch mit ihr reden wollte, einen Platzverweis erhalten hat, sie ohne Wechselwäsche, Tasche oder sonstiges Geld in einen Flieger gesetzt wurde, in ein Land, in dem sie seit 17 Jahren nicht war und ohne, dass sie dort jemanden kennt. Es ist ganz klar, dass das nicht nur Rechtsverstöße sind, sondern das ist auch eine Situation, in der die Menschen ihrer Identität beraubt werden und in der ein solches Vorgehen mit Menschen dazu führt, dass integrationspolitische Ziele ad absurdum geführt werden. Denn wenn ein Mensch im Moment nicht, danke schön. Denn stellen Sie sich vor, was es mit einem Menschen macht, der 30 Jahre hier lebt, in ein anderes Land verbracht zu werden, seine gesamte Familie, seine sozialen Kontakte und alles zu verlieren. Ein weiterer Fall sind zwei junge Männer, armenische Herkunft, die wurden in einem Härtefallverfahren, ohne dass sie das Ergebnis erhalten hatten, weder sie noch das Mitglied der Härtefallkommission hatte das Ergebnis erhalten, morgens um 6 aus ihrer Wohnung gerissen, ohne richterliche Anordnung, ohne jede Rechtsgrundlage, die es verdient, das Ganze als rechtsstaatsmäßig zu bezeichnen. Meine Damen und Herren, in diesen Bereichen, die ich Ihnen vorgestellt habe, gibt es unterschiedliche Ansagen und mein Eindruck ist, dass sowohl der Innensenator als auch sein Staatssekretär uns gegenüber wahrheitswidrige Angaben gemacht haben. Beispielhaft will ich nennen, der Innensenator hat behauptet, dem Gericht hätte eine Approbationsurkunde vorgelegen, der Anwalt bestreitet das. Der Staatssekretär für Inneres, Herr Krömer, schreibt in einer schriftlichen Anfrage als Antwort, dass Rainer Lerche, so heißt dieser Abschiebearzt, erst seit 2009 in Berlin diese Abschiebepraxis mitgestalten würde. Demgegenüber sagt Herr Rainer Lerche selbst im Gerichtsverfahren, dass er seit 2000 für die Ausländerbehörde tätig ist. Da frage ich mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum gibt es diese abweichenden Ansichten und Darstellungen? Was wird uns hier vom Innensenat vorenthalten und wo wird uns die Unwahrheit gesagt? Und wenn es einen Grund gibt, einen Untersuchungsausschuss zu machen, dann ist für uns Bündnis 90 Die Grünen dieses Thema hier ein Untersuchungsausschuss wert. Denn wir haben Verantwortung für die Menschen. Und in diesem Untersuchungsausschuss könnten wir die Einhaltung von Menschen bzw. deren Nichteinhaltung untersuchen. Das schulden wir auch den Migrantinnen und Migranten in Berlin. Denn einer, der Wüsten und Meere überwunden hat, der hat zumindest verdient, dass er im Land Berlin ein rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Genau das wird aber den Menschen versagt, so festgestellt vom Verwaltungsgericht Berlin. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linksfraktion und den Piraten, Ihr Antrag, dass durch
eine Zertifizierung sozusagen bei der ärztlichen Begutachtung durchzuführen, geht in die richtige Richtung. Ich will auch einen Antrag zur Wohnungsdurchsuchung, wo es richterliche Anordnungen gibt. Das entbindet uns nicht von der Pflicht, die Fälle aufzuklären. Dankeschön.